Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der On the Hills Map zusammen mit mir und Nilinor. Hallo. Und ich bin ein Esel, weil der Esel nennt sich immer als erstes. Ja. So. Und du Esel hast ja auch den Drescherfisch gefangen. Das stimmt wohl. Ah, immerhin also ist es meiner. Weißt du, das ist immer am besten, wenn der Chef die Fehler macht. Ja. Da kann er nur mit sich selber meckern. Deshalb soll man auch manchmal einfach den Chef machen lassen, weißt du? Mhm. Wenn der nicht drauf hören will, mach so, mach zack, zack, fertig. Dann macht er zack, zack, alles kaputt und du bist fein raus, ne? Ja. Wie sieht's jetzt eigentlich bei dir aus? Deine Ausbildung hat doch jetzt noch nicht angefangen, ne? Die fängt doch jetzt in einem Jahr an, oder? Nächstes Jahr, ja. Ich schreibe jetzt dieses Schuljahr meine Abschlussprüfung und dann... ZEP-10 ist das bei euch auch, ne? Oder wie habt ihr das? Ja, 10 halt. Also. Zentrale Abschlussprüfung, ZAP war das genauso. Kann sein. Alle haben immer gesagt ZEP, aber es heißt eigentlich ZAP oder so. Krass. Ich bin nächstes Jahr dann wahrscheinlich ja voraussichtlich mit meiner Ausbildung fertig. Wenn ich wie geplant verkürze. Wow. Ach, das geht immer alles so schnell, ne? Ich habe jetzt auch mit dieser Technikerschule angefangen. Ich darf nicht drüber nachdenken, dass der Scheiß 4 Jahre dauert, ganz ehrlich. Aber wenn ich mir überlege, jetzt noch 1,5 Wochen, dann sind schon Herbstferien. Dann nochmal 8 Wochen oder was. Und dann sind auch schon hier Winterferien. Ja, genau, Winter-Weihnachtsferien. Und dann ist schon das erste Schuljahr oder quasi das erste Semester, das erste Halbjahr rum. Ganz ehrlich, irgendwie kriegt man die 4 Jahre auch rum. Ja. Es war schon echt scheiße bei Abendschule, weil du bist halt einfach unter der Woche tot. Es ist so, du hast keine Freizeit mehr. Es ist einfach, es macht keinen Spaß. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal dafür entscheiden würde und das sage ich jetzt nach ein paar Wochen schon. Ja, ich sag das so. Die Technikergehaltsabrechnung wäre es mir dann doch wert. Ja klar, dafür machst du es ja auch im Endeffekt, dass du irgendwann mehr verdienst und halt auch bei in meinem Fall auch, weil ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich relativ stark Neurodermitis habe, ne? Also so eine Hautkrankheit und ich merke einfach, dass es für mich nicht so gut ist, wenn ich so mir so oft am Tag die Hände wasche, weil da irgendwas Dreckiges drangekommen ist und so, ne? Ich merke halt da einfach, dass ich da wahrscheinlich, wenn ich das mein Leben lang mache, dann auch irgendwann Probleme damit bekomme, vermute ich. Ey, ich weiß nicht, wie ich diesen Rostelmarsch hier verbuggt habe. Kann man den irgendwie zurücksetzen, wenn er gemietet ist? Ja, ne? Normal schon. Warum habe ich das nicht sofort gemacht? Weil du Lidus? Weil du Lidus? Weil ich ein Dulli bin. Leicht. Ja, so ist es wohl. Nicht so drüber nachdenken. Ich habe jetzt ja echt 5 Minuten rumgespielt, extra ein Pickup gekauft und hast du nicht gesehen. Damit ich schneller hin und her komme. Ja, ja. Ja. Sehe der ganzen Ausbildungsgeschichte eigentlich ziemlich gelassen entgegen. Ja, Ausbildung ist auch, wenn du in der Schule halbwegs aufgepasst hast, da kommen ja auch, je nachdem, ich meine, du schränkst das Ganze ja auch so ein bisschen schon durch die Ausbildung auf einen Fachbereich ein, der dich mehr interessiert als die Schule. Das schon mal, was schon mal wichtig ist, dafür, dass es besser läuft oder mehr Spaß macht als in der Schule. Was ich an der Ausbildung nicht so mag, du merkst schon, dass, auch wenn du gut bist und häufig Sachen richtig machst, gibt's halt immer dann viele Gesellen, die dich nicht so ernst nehmen, weil du bist ja nur ein Auszubildender, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ganz ehrlich, da denke ich mir, lass die Leute reden. Ich meine, nach 3-4 Jahren ist das ja auch wieder rum, aber trotzdem. Man muss halt ein bisschen damit reden, damit leben, dass man für dumm verkauft wird. Auch wenn man teilweise, ich sag mal, wenn du im 2. oder 3. Ausbildungsjahr bist und wirklich fleißig bist, dich dafür interessierst, gut aufpasst, gerade bei meinem, also bei meinem Metalljob, weiß nicht, wenn du Sachen oft machst, dann weißt du, was weiß ich, mit welchen Schnittgeschwindigkeiten verschiedene Metalle gesägt oder gebohrt werden, ne? Und wenn du dann siehst, dass mancher Geselle, der vielleicht nicht ganz so hell ist, was das angeht, das auch mal falsch macht, kritisieren kann man ja nicht, ne? Weil man ist ja nur der Azubi.
Und je nachdem, man kann dann zwar den Tipp geben, aber muss dann halt mal ein bisschen so vorsichtig sein, weißt du? Hm. Man kann ja nicht so nach dem Motto, ey, ich bin jetzt mal der Meister hier, ne? Ich fand das immer im Ferienjob ganz witzig, so. Dass die. So, beim ersten Mal war das noch so, ja, bisschen der Praktikant, bisschen der Dulli, aber nach dem zweiten Mal war es dann schon so, ja, du weißt ja, wie es geht, mach mal. Ja. Ja, klar, es gibt einfache Jobs, da wissen ja auch, wenn du aufmerksam bist, ich meine, es gibt ja auch solche und solche, ne? Ich kenne auch Azubis, die dumm rumstehen und wenn sie nichts gesagt kriegen, dann vegetieren die 8 Stunden vor sich hin und fahren wieder nach Hause, ne? Ja. Und dann gibt's halt auch die, die mitdenken und was tun. Und dann gibt's sicher auch noch die, die zu viel tun und die, die was Falsches tun, ne? Da sortiert sich ja jeder irgendwo ein. Hm? Ja. Ich habe ja meistens Edelstahl gebohrt. Und auf dem BAZ, also bearbeitet. War schon ganz interessant so. Du wolltest aber was mit Elektrik machen, ne? Ja, aber der Job hat sich angeboten. Hat sich erledigt? Doch, Elektrik ist noch am Schlüssel, aber. Die Stelle da. Ja, genau. Aber okay. Ich habe halt im Metallbetrieb von Verwandten Ferienjob gemacht, weil ich das halt auch ziemlich gut kann. Naja, ich kann Elektrik und kann Metall. Was mache ich? Ha. Elektriker in der Metallindustrie. Okay. Also das ist so der Bereich, für den du dich jetzt bewerben wirst? Habe und sogar genommen wurde. Ach so, du hast jetzt eine Zusage schon? Ja. Das ist cool. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich der beste Tipp, finde ich, den man Leuten mitgeben kann, auch weil viele ja nie wissen, was will ich jetzt wirklich nach der Schule machen. Die Schule bereitet einen da, glaube ich, auch nie. Oder meine Schule hat mich da kaum drauf vorbereitet in der Wahl meines Jobs, sage ich mal. Wenn ich so drüber nachdenke, das ist ja doch schon was Selbstständiges, was du machen musst, dich bewerben. Ich habe das eigentlich alles ganz gut hingekriegt, aber trotzdem finde ich einfach, es ist wichtig, dass man sich am besten auch für mehrere Jobs bewirbt, sich so ein bisschen, sag ich mal, ein oder zwei Bereiche raussucht und guckt, was gibt es in dem Bereich konkret für Jobs, für Ausbildungen, für Studiengänge, wenn man lieber studieren gehen möchte, ne? Und dann sich nicht komplett auf einen Job zu versteifen, sondern einfach so eine kleine Auswahl von 2, 3 verschiedenen Jobs sich raussucht, für die man sich interessieren würde. Und dann da auch einfach mal vielleicht auch mal ein bisschen großräumiger. Viele habe ich auch schon häufig gelesen, die schauen dann wirklich nur so in ihrem Dörfchen, was gibt's da für Ausschreibungen, für Ausbildungen, ne? Aber ich würde dann wirklich so, wenn man denn die Möglichkeit hat, so mobil zu sein, wenn man vielleicht nur einen Roller hat oder nur ein Fahrrad, dann sind das vielleicht nur 10, 15 Kilometer, die man pendeln könnte. Wenn man jetzt ein Auto hat, schon 18 ist, dann kann man vielleicht auch mal nach 30, 40 Kilometer Umkreis gucken. Weil wenn man da ein gutes, großes Unternehmen findet, was interessante Ausbildungsplätze hat, warum nicht, ne? Und dann einfach mal ganz breit bewerben, ruhig bei 20, 30, 40 verschiedenen Stellen bewerben oder noch mehr und nicht nur so, ich bewerbe mich bei einer Sache und ich habe Glück, so nach dem Motto. Ja. Das Witzige ist ja, bei dem Unternehmen, wo ich mich jetzt beworben habe, die sind relativ groß, die haben 1400 Mitarbeiter und machen halt für Bosch und Daimler Teile, also Getriebeteile und Zahnräder und so ein Scheiß. Ja. Und die Ironie an der Geschichte ist, 50% läuft für Diesel, 50% läuft für Elektromobilität bei denen. Ja. Ja, und Elektro ist der Zweig, der länger am Laufen sein wird, ne? Und mit Elektrotechnik bist du gar nicht schlecht dabei. Ja. Ah, meine Aufgabe ist dann im Endeffekt, dann eher Roboter am Laufen zu halten. Okay. Weil die kaufen halt so eine Fräsmaschine und dann bauen die halt alles, was drumherum so zum Produktionsablauf dazugehört, bauen die halt komplett selber. Ja. Haben die eine 60-Mann-Abteilung dafür. Boah, ist bestimmt interessant. Ja. Ich muss ja sagen, ich hatte nach der 10. Klasse, war das bei mir, es stand, glaube ich, ziemlich auf der Kippe. Also, naja, es war nicht Ende der 10. Klasse, das 10. Schuljahr ging los. Und ich muss sagen,
Anfang der 10. Klasse war ich wirklich nicht gut in der Schule. Also ich war jetzt nicht Katastrophe, ich war weit entfernt von versetzungsgefährdet, aber mein Zeugnis hat sich jetzt auch nicht unbedingt schön gelesen, ne? Da war vielleicht auch nochmal eine 2 dabei, aber die meisten, die schwierigeren Fächer jetzt eher vielleicht auf eine 4 und den Rest irgendwo im Dreierbereich oder so, ne? Also es war, ich hatte wirklich wenig Bock, muss man einfach so sagen. Und da habe ich mich dann mit meinem 9er Abschlusszeugnis dann auch schon bei potenziellen Ausbildungsbetrieben beworben, bei 3. Und bei allen 3 war ich zum Vorstellungsgespräch. Und von einem Betrieb wurde ich dann auch noch zum Probearbeiten eingeladen. Und dabei, oder das Probearbeiten habe ich dann abgesagt, weil ich mich in der Zeit dann dafür entschieden habe, die Schule weiterzumachen. Na dann. Ich habe mich halt beworben. Bei denen habe ich auch schon Praktikum gemacht gehabt. Und die so, hey, du bist ein kompetentes Arschloch. Fang bei uns an. Und ich so, yo. Du bist ein kompetentes Arschloch. Alles klar. Ja, man muss vielleicht sagen. Ja, musst du sagen, musst du aufpassen, wo du das sagst, ne? Weil in anderen Abteilungen heißt es dann vielleicht, das war jetzt Mobbing. Oh ja, ich bin halt so ein bisschen so jemand. Autorität, was ist das? Wer ist das? Ja, genau, wer ist das? Kann man den essen? So. Aber. Ich verstell mich da auch nicht, das ist mir egal. Ja, ist auch wichtig. Weil 70% aller aus meiner Klasse haben sich beim Vorstellungsgespräch sowas von Stock in den Arsch geschoben und ich dachte mir so, hey, der Betrieb soll dich nehmen, wie du bist. Ja, es ist wichtig, dass man was erzählt. Es ist auch immer gut, wenn man das selber dann hinkriegt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass mir da das die ganze Zeit auf YouTube auch sehr entgegenkam, weil ich halt einfach auch gewohnt war, mal längere Zeit was von mir zu erzählen oder so. Und man kann es auch hinkriegen, Bewerbungsgespräch nicht zu so einer Art Verhör werden zu lassen. Das passiert, denke ich, bei vielen. Das ist dann einfach nur noch, das Unternehmen stellt eine Frage und man beantwortet die kurz und knapp. Aber man kann auch versuchen, über die Fragen, über die Antworten, die man gibt, mehr von sich zu erzählen, als sie eigentlich hören wollten. Und man schlägt dadurch 2 Fliegen mit einer Klappe. Sobald man zeigt, dass man so ein bisschen eigenständig ist, ne, dass man am besten, wenn das Unternehmen so Sachen fragt wie, ja, haben Sie denn auch noch Fragen an uns? Dass man sich dann auch was überlegt, das kann man natürlich im Vorfeld oder vielleicht ergibt sich auch was spontan, einfach übers Gespräch, was man dann noch fragen möchte. Und da würde ich auf jeden Fall versuchen, immer eine halbwegs schlaue Frage zu stellen, einfach weil es zeigt, dass man aufgepasst hat und ein Interesse daran hat. Und gleichzeitig ist es halt auch so, wenn man sehr ausführlich auf Fragen antwortet, natürlich nicht ausschweifen, man sollte schon auf die Frage antworten, aber wenn man vielleicht deshalb selber auf ein Thema kommt, wenn man zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel eine Frage, was ich in meinem Praktikum gemacht habe, und ich habe 2 Praktikas gemacht, ein freiwilliges in den Ferien und ein Schulpraktikum, und da habe ich auch ganz klar gesagt, das Schulpraktikum hat mir nicht viel gebracht. Damals, da habe ich gerade mit YouTube angefangen zu der Zeit, da habe ich in einem Fahrradladen ein Praktikum gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, 2 Räder, weil ich war gerade so auch beim Mountainbiken 1-2 Jahre mit vorher angefangen, ne? Und das hat mich einfach interessiert, die Fahrräder zu reparieren. Aber damit kannst du kein Geld verdienen und für mich wäre es auch nichts für jeden Tag. Nur das ist halt doch eher eine simple Arbeit. Eine Arbeit, bei der man teilweise präzise sein muss und so, okay. Aber es ist halt eher einfach gestrickt so, ne? Und das habe ich dann auch gesagt und dass mir mein freiwilliges Praktikum in den Ferien viel besser gefallen hat und was ich da gemacht habe, habe ich dann halt auch relativ ausführlich besprochen, weil also das Praktikum war im Endeffekt in einem Betrieb, der Anlagen baut und ich bin ja Anlagenmechaniker, dann im Endeffekt ging es ja darum in dem Bewerbungsgespräch. Habe dann auch halt viel erzählt, was ich wirklich konkret im Praktikum gemacht habe. Und das hat zeichnet natürlich, dass man sich selber auch dafür interessiert, was man da gemacht hat wieder, wenn man sich noch an vieles erinnern kann, ne? Und auch vieles dazu sagen und erklären kann. Und gleichzeitig klaut man dem Personalchef in Anführungsstrichen Zeit. Weil der hat eine Vorgabe, alle halbe Stunde zieht er einen potenziellen Bewerber durch. Gerade in einem großen Unternehmen, wir haben jedes Jahr mehrere hundert Bewerbungsgespräche, ne, die haben keinen Bock mit jedem
eine Stunde zu reden. Und das können die auch einfach nicht. Selbst wenn die Leute nett sind oder so, das sprengt den Rahmen. Und die haben eine Zeitvorgabe ungefähr plus minus 5 Minuten, wie lang so ein Bewerbungsgespräch dauern soll. Und wenn man versucht, mehr als die Hälfte der Zeit zu reden oder zumindest mal sich selber so ungefähr vorzunehmen, die Hälfte der Zeit zu reden, ich glaube, da klaut man denen auch schon jede Menge Möglichkeit, schwierige Fragen zu stellen. Also man kann ja zum Beispiel, die können ja wirklich manchmal, ich denke mal, das machen die bei Ausbildung nicht so, aber so klassische Bewerbungsgesprächfragen sind ja auch so, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Die wurde mir übrigens auch gestellt, fällt mir gerade ein. Aber trotzdem, das ist halt was, wenn man sich darüber noch nie vorher Gedanken gemacht hat, dann wird das schwierig, wenn man so ganz spontan dann was sagen muss. Dann ist die Gefahr, dass man vielleicht auch Quatsch sagt, relativ hoch, würde ich behaupten. Die Frage wurde mir tatsächlich auch gestellt, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Dann habe ich gesagt... Auf Ihren Stuhl. Kannst du mal probieren. Kann gut kommen, kann auch schlecht kommen. Ja, Ausbilder würde ich nicht werden wollen, aber ich habe dann so gesagt, ja, da hinten in dem Gebäude, in der Abteilung sehe ich mich, weil mir das Spaß gemacht hat im Praktikum. Und ja, das also ist natürlich auch eine Antwort, die gerne hören wollen. Man muss sich ja auch mal Gedanken machen, was ist das Ehrliche, was ich jetzt sagen wollen würde und was ist vielleicht auch das, kann man das irgendwie in die Richtung biegen, wie, was er gerne hören möchte, dass er halt, ne, dass man sich auf den Job freut und so. Weil Motivation ist halt auch was Wichtiges, wenn man da keinen Bock drauf hat, wird man schnell aufhören oder eventuell einen hohen Krankenstand haben und sowas. Aber ich würde sagen, diese Folge Bewerbungscoaching ist damit auch abgeschlossen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Ciao.